So, kommen wir zurück zu Black Ops 3 Kampagne. Und zwar sind wir jetzt in Neuland, Zürich, Schweiz. Lassen Sie chirurgische Eingriffe, Rehabilitation und Ausbildung für eine mögliche Aufnahme ins Cybersoldatenprogramm des Winslow-Abkommens über sich ergehen. Der Erfolg ist nicht garantiert. Mir scheißegal, los geht's. Ach nee. Geil. So. Kleiderschrank. Na, ist ja sehr entzückend. Taiwa-Station, Waffenkammer. Oh Mann, ey, konnte jetzt unaber arbeiten, ey, du Spinner, ey. Na, sag mal. Ja, scheiß drauf. Missionsdatenresort. Ach komm, wir starten jetzt einfach mal hier wieder. Starten. Können wir noch Waffen wählen? Ach komm, wir behalten mal die hier. Wo bin ich? Schon okay, ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Sind wir denn hier? 6 Uhr, 29. Oktober 2065. Hey. Noch da? Willkommen zurück. Sieht ja witzig aus. Schön bunt. Taylor? Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Ist das ein Traum? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei, dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7:30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht, ein Prototyp für die WA Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann. Um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Oh, was? Geht das schon los hier? Um 7.31 Uhr zündet ja, eine geil. Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Na super. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du
hast noch eine Menge vor dir. Ja, ist ja schön für dich. Cool, Winterstahlwerk. Verlassenes Stahlwerk. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Denke schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden. Ja, diese armen Bastarde. Hater hier. Okay, Waffen scharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Na endlich, ey. Oh, schicke Waffe. Die von der Waffe, Alter. Scheiße. Nehme den mittleren Weg. Es gibt nicht nur einen Weg. Hoch, tief, links, rechts. Verschiedene Wege haben unterschiedliche Vorteile. Okay. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Als ob man zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Mann, ey, verstecken sich ja alle. Da. Sie haben ihn getroffen. Yep. Gehen aber hoch. Oh. Mir war leid. Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Ach, wie wird. An der Wand, alles klar. Nicht schlecht, Neuling. Im taktischen Modus werden alarmierende Gefahren wie Raketen und Granaten hervorgerufen. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Moment! Warte, halt durch! Ich bin doch hier nicht weg. Ich sah was. Mann, ist die KI dämlich, Alter. Soldat eliminiert. Wir werden nicht so einfach aufgeben. Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Das soll meine Sorge sein. Ja, ja, schmeißt du mal. Und schmeißt du auch mal. Ja. Hier, fang. Verstärkung beim Truck. Ach, sag mal hier. Oh, ja.
kann ich mir wieder aussuchen, hier wo lang. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Schwinde. Rücke weiter vor. Nehmen wir mehr. Mission ist immer gut. Mann, ist ja auch nicht los. Ist ja scheiße, ey. Mann, ihr mit euren scheiß Granaten hier, Karuchwölche. Sau, ey. Na, dann nehmen. Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Hm. Aber die hier... Die sind kinderleicht. Na los. Heck dich rein. Sieh nach, was jenseits dieser Mauer ist. Fast perfekt, hier. Oder? Irgendwo dadurch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Oh Gott, ey. Warum auch nicht? Also die Dingelkampagne, ey, überzeugt mich überhaupt nicht, ey. Willst du was Cooles sehen? Schieß diese Bottiche ab. Ey, mir fällt das überhaupt irgendwie nicht, ey. Das ist eine Kampagne, ey, die ist doch mal richtig scheiße. Fällt mir überhaupt nicht, ey. Du bist verrückt. Schatz beiseite. Denk an dein Umfeld. Das kann dir beim Bewegen helfen und beim Töten. Ja, heute schön war, aber nochmal hier. Fällt dann hier runter. Da wird's nicht. Ich hab hier Logik hinter, ey, ich weiß nicht. Sehr enttäuschend, ey. Naja, schießt ihr mal hier. Dahin. Ach komm. Was ist denn hier für ein Bullshit? Ist da eine Scheiße. Ey, das ist da irgendwie...
Generator, damit wir hineinkommen. Na klar. Also das lässt ja echt zu wünschen übrig. Also hält mir überhaupt dunkel ja nicht, ey. Halt, komm schon, los! Wollte gerade sagen, schwarzes Blöd. Denn das ist eine Kampagne, ey, das hat doch ja keinen Sinn. Schnapp der Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Naja. Kann nicht alles gut sein. Waffe, ey. Wenn du kreativ sein willst, setze die Fernübernahme bei diesen Geschützen ein. Ja, wird man locker, ey. Sehr gut. Jetzt richte es gegen sie und mach sie fertig. Komm zu deinem Umfeld. Schieß diese Fässer ab. Ja, wie soll ich sie denn abschießen, wenn sie nicht runterfallen, ey? Irgendwie unlogisch. Rück dich doch mal ab, ey. Ey, hallo. Boah, Alter, ist das Spiel fehlerhaft hier irgendwie. Scheiße, ey. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Atme tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die Chaos. All das passierte erneut. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Dann tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge, alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Na komm, mach. Okay. Sie haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Er hatte die nötige Ausrüstung, die sie brauchten, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Oh, Mann. Ein sehr eigenartiges Spiel.
von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Geht schon die neue Mission? Oh, ich hab keine Ahnung, ey. Wir speichern hier erstmal. Dann schauen wir mal. Das ist ja hier gar kein Durchblick, ey. Das ist ein bisschen scheiße. Achso, ist immer noch die gleiche. Gut, machen wir erstmal Stopp und machen in der nächsten Runde weiter. Haut rein, bis dann.